Na los, komm. Na komm. Na komm. Wut, wut, wut. Komm. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein, was für eine Scheiße. Fuck. Los, komm, schnetze sie, greif an. Los, los. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, YouTube. Na, wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei euch? Ja, wo fangen wir heute an? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen eigentlich unseren Sohn Timmy suchen. Wie heißt der? Hester, den man nennt. Der ist hier irgendwo auf der Insel, falls er nicht schon gefressen worden ist. Solange wir uns Zeit gelassen haben, denke ich mal, dass er leider schon verstorben ist. Es tut mir leid an der Stelle. Ansonsten hat mir noch ein Zuschauer geschrieben in den Kommentaren, dass ich doch mal vielleicht mal Totems aufzehren soll, damit die Viecher nicht so nah rankommen. Und ich würde sagen, die Totems bauen wir weiter vorne bei den Bäumen auf, weil die wollte ich auch noch gern schlagen, damit ich hier ein bisschen vorankomme, ne? Sonst dauert das ja alles Ewigkeiten und wir noch ein paar Sachen Lecker! wie Fallen etc. aufbauen können. Na los, dann gehen wir mal los. Das ziehen wir gleich mal vorne hier hoch, wo man hochlaufen kann. Vielleicht haben sie dann Angst und kommen dann nicht. Wir haben ja auch einen Speer und können uns gegen diese Penner verteidigen. Hoffen sind nicht so viele. Einmal platzieren. Okay. Das reicht. Musst du da einen Kopf ran, oder? Oder sind wir ganz dreist und ziehen nochmal ein größeres Totem auf? Warte. Armtotem, kleines Totem. Dann machen wir nochmal das hier. Das ist doch ganz gut. Aber da brauchen wir noch ein paar Teile. So, Stöcker und Steine kriegen wir das hier. Kommt was? Jetzt fehlen uns noch drei Köpfe. Wir müssen schon drei Typen killen. Na gut, dann gehen wir auf die Jagd. Vielleicht finden wir ja ein paar. Ein paar Sekunden später. Na komm her, jetzt krieg ich schon wieder Gänsehaut. Okay, die rennen weg. Einer rennt auf den Baum. Na los, ich brauche ein paar Körperteile. Kommt her hier. Put, 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 put. Die haben genauso Angst vor mir wie ich vor denen, ne? Wow. Wo denn? Da. Oha. Los, stirb! Drei sind's. Erledigt. Okay, wir haben keine Kondi mehr, wir müssen aufpassen. Oh. Okay, haben wir zwei Stück. Na, komm her. Put, 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 komm her, Yoshi. Los. Komm her. Erledigt. So. Schultern wir die hoch. So, jetzt können wir unser Totem hochziehen. Ja, ist nicht so nice, ich weiß. Droppen. G. Genau. I. So, eigentlich glimpflich davon gekommen. So, danach müssen wir wieder Rüstung bauen, weil wir haben jetzt gerade alle Rüstung verloren. Aber die hilft echt ganz gut, ne? Boah, ich dachte schon, wer ist das? So, jetzt haben wir ein bisschen jetzt Respekt hier. Respektschelle. So, wir holen mal den Wagen und nehmen die Jungs mal dann hier raus und laden die auf und dann bringen wir sie mal ins Camp und ja, holen uns mal die Knochen und vielleicht können wir uns doch gleich was zum Essen holen. Mal gucken, ob die wiederkommen. Oh oh. Runter. Alarm. Oh, noch ein zweiter. Oh. Oh. Was ist das für einer? Achso, der hat nur ein paar. Oh, jetzt gibt's Beef oder was?
Jetzt gibt's Beef. Scheiße. Oh, die haben mich ja richtig erwischt. Die sind sauer auf jeden Fall. Jetzt gibt's hier richtig Beef. Das war jetzt gerade richtig doof. Komm, renn. Von wo jetzt? Na, mal gucken, ob sie reinkommen. Ist es unser Herz, was so pocht? Okay. Wir wurden gerade richtig erwischt von den Typen, ey. Na, kommen sie her oder kommen sie nicht her? Ich hab die jetzt auch gar nicht gesehen, weil ich dachte so, lalalala, ich habe jetzt die erste Patrouille so niedergehauen und ja, kein Problem, kein Hit. Und jetzt bin ich dann selber schon am Verrecken. Nicht gut, nicht gut. Können wir uns irgendwie ausruhen? Komm rein da. Oder können wir Medizin fressen? Komm, wir gucken mal. Na, die Jungs waren jetzt nicht begeistert von meiner Aktion, ne? Dass wir da die ganzen Leute jetzt uns zum Essen geholt haben, beziehungsweise da platt gemacht haben. Ja. Juhu! Sehr gut. Kannst du drin bleiben, ich komme später. Hä? Die sieht eigentlich auch ziemlich gut aus hier. Eine Dornenwandfalle. Schlingfalle. Schwungfalle. Na, von den Aufwendungen braucht man nicht so viel für die hier, ne? Komm, dann stellen wir die mal hier mitten rein in die. Hier so hin. Oder ist das Quatsch? Sollten wir die lieber bei uns hinziehen, lieber? Ich meine, wir müssen uns ja eigentlich dann verteidigen und nicht umgekehrt. Du Bastardo! Hier. Ich kann nicht. Wie komme ich hier raus aus dem Scheiß? Komm raus hier. Hau ab. Meine Fresse. Du Schwein. Komm her, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Kloppe. Komm her, Kollege. Los, jetzt kriegst du Schläge. Du wolltest es so. Boom. 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 Bam. Ist tot. Nein, den ziehen wir nicht hier auf. So. Komm mal her hier. Alter. Ich konnte jetzt gerade nicht die scheiß Dings abbasteln. Sonst haben wir auch voll wieder Schaden bekommen durch den hier. Körperteile. Körperteile. Danke. Ja. Er gehört wohl zu der mutigen Sorte. Oha. Aber gut, da kriegen wir unsere Arme zusammen. Ist auch schon mal gut. Wo bist du denn? Wo denn? Oha, oha, oha. Ah, jetzt kommt die Elite-Truppe oder was? Komm her. Okay. Na los, kommt her. Na los. Ich hab hier. Oha. Ich muss ein bisschen Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. Ah. Oha, ich muss hier rennen. Ein bisschen aufpassen. Da hinten sind sie. Oha. Vorsicht, die prügeln da richtig zu, die Arschgeigen. Tosti! Zwei tot. Hä? Na komm her. Oha. Okay, woher kam denn sie? Das war jetzt aber eine Riesenarmee. So, und weil die ja schon bis hier ja kam, würde ich sagen, ziehen wir mal die Schlingfalle hier auf. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ja, wir probieren es einmal aus. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas baut. Also was, wo ist denn die? Oder wollen wir die hier einfach schnell basteln? Die Schlingfalle, Sturzfalle. Oh, wir bauen die Sturzfalle. Die geht ganz schnell. Ja.
Siehst du? Zurück. Man braucht noch drei Stöckerchen. Siehst du, ist doch ganz leicht. Hier einmal den Kampf einmal kaputt. Sehr gut. Bei uns am Haus sind hier sind noch ein paar Stöcker da. Wir ziehen die einmal auch. Keine Ahnung, was das bringt. Ob die da einfach durchlaufen, wie die Deppen und zermatscht werden. Okay. Dusche wieder. Na los, komm mit. Anscheinend die Totems bringen ja wirklich gar nichts. Nö. Nee. So, ich will mal hier hinten das Metzger. Wir legen den mal jetzt hier ab. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, es wird wieder ein bisschen makaber. So. Oh, Junge. Komm, schlag zu. Schlag zu. Schlag zu. Danke. So. Wenigstens wurden unsere Gebete erhört und wir konnten wieder was mitnehmen. Den Brennwert, den zünden wir diesmal nicht an. Den lassen wir einfach so, wie er ist. Okay. Wir brauchen aber eigentlich noch Stöcker. Wenn wir jetzt die ganzen Frauen von denen killen, dann können die sich auch irgendwann nicht mehr vermehren, ne? So als kleine Randnotiz. Oder? Dann hätten wir vielleicht irgendwann unsere Ruhe und dann gehört die Insel uns und wir finden unseren toten Sohn. Weil ich glaube nicht, dass er das noch überlebt hat, solange wie wir hier rumtrödeln, ey. Papa, du warst so ein Arsch! Die haben mich für einen lebendigen Leibe gefressen. Oh, Sohnemann, das tut mir so leid. Das war keine Absicht von mir. So, ein Kopf fehlt uns nur noch. Scheiße. Ein Schädel. Was haben wir denn noch oben da so im Angebot? Zwei Beine und ein Torso. Ach ja, so. Ich finde es schade, dass die anderen einfach weg sind. Nein, keine Sorge, ich betreibe hier kein Hobby. Ich sammle nicht privat gerne Leichen oder so. Aber es geht mir darum, ich brauche die ganzen Leichen für den Knochen, damit ich mir eine Rüstung bauen kann. Hier ist eine Echse, ein Hase. Sind da nicht so weit, sind die wirklich bis hier nach vorne gekommen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich die hier getötet habe. Weil dann hätte ich auch gleich nach Hause gehen können. Ja, über Nacht verschwinden die einfach. Schade. Irgendwelche Raubtiere kommen dann und... Pack mal hier. Hopp. So. Einmal rein hier. Drei fehlen uns noch. Okay, hier sind die Lagerfeuer. Drop die nochmal, die alte. So. Die sind voll mit Blut. Auch gut, ne? Komm, schmeiß die mal noch rauf. Drop it. Burn, baby, burn. So, wir haben unseren Bärenstrauch hier. Hey. Okay. Können wir noch hier so ein Snickers essen, ne? Ja, hopp. Sehr gut. So, wer zu Knochen? Wir brauchen Knochen. Und haben wir noch hier hinten eigentlich noch Holz drin? Stöcker? Einen einzigen. Was hängt hier noch alles dran?
Achso, den können wir ranhängen. Achso. Ne, den brauchen wir noch. Okay, sehr schön. Noch ein bisschen getrocknetes Fleisch. Och, lecker, 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 lecker. Haben wir jetzt unsere Knochen? Mhm. Okay. Wir brauchen echt noch einen blöden Kopf. Und noch ein paar Stöcker. Nein. So, da haben wir vorne die Fackeln hochgezogen. Das ist auch schon mal gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Hey, wir haben noch zwei. Hallo? Also. Auch ernsthaft? Mann. Fängt es irgendwie an zu regnen? Das wäre auch ganz gut, wenn es regnen würde. Na, wir warten, dass die beiden Bäume wieder groß werden. Dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen Zeit. Ist ja einer runtergefallen? Ist jemand langgelaufen und hat geguckt? Ey, Mann, wir hätten eigentlich alle Bestandteile schon fertig. Läuft hier irgendwas lang? Na, ich sehe nichts. Ist da hinten auch wieder irgendwas gerannt, oder? Denn ist unser Totem. Ich habe eher das Gefühl, dass die. Irgendwie höre ich die ganze Zeit. Huh, ha, hi, hu. Siehst du, ich bin schon so paranoid. Ist da noch irgendein Weibstück? Weibchen? Noch ein Weibchen am Start? Nein. Okay. So, ich würde sagen, den Kopf. Boah, Mann, Alter, du. Oh nein. Einer nur? Oh, das sind mehrere. Boah. Boah. Na komm her. Hier. Mal gucken, ob das klappt. Na los, komm. Na komm. Na komm. Boot, boot, boot. Komm. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein, was für eine Scheiße. Fuck. Los, komm, schnetze sie, greif an. Los, los. Wir hauen ab. Wow, das sind zu viele einfach. Die sind ja nicht in die Falle reinge. Oh, oha, wie viele sind denn das? Alter, ich hab dich geschlagen. Noch ein Weib. Na komm her. So, das haben wir doch noch unter. Oh, das sind doch noch. Das sind drei. Der will's wissen, ne? Oh mein Gott. Also wissen sie zumindest, wo ich bin. Kommen die jetzt hier rein? Oh, die schlagen dagegen, die Schweine. Oha. Oha. Ich habe keine Rüstung mehr, die ist jetzt kaputt. Nein. Oha, rein hier. Okay.
Wir müssen uns mal kurz erholen, wir haben echt ein Problem gerade. Nein. Ich muss rein. Ich muss dich erholen. Okay. Huiuiuiui, das war jetzt einmal eine Action hier. Komm, alles rein hier. Wollen wir hier alles reinlegen? Komm. Haben wir eigentlich noch ein paar Zähne von ihnen eingesammelt? Komm, ja, hier. Jetzt haben wir echt nochmal hier zum Ende nochmal richtig Stress gehabt. Richtig Stress mit den Nachbarn, oder? Also, anders kann man das gar nicht erklären hier. So passiert manchmal. Also, die Falle war ja voll für den Arsch. Habt ihr gesehen, die ist ja vorbeigerannt, so schnell war die. Ich dachte, die springt da rein und dann ist erledigt. Langsam. Wir müssen uns erholen. Oh. Sehr gut. Nur selber nicht durchlaufen, sind wir tot. Jetzt dürfen wir halt nur nicht nochmal anzünden, wie Doofköpfe. Sehr gut. Totem steht. Aber habt ihr gesehen, das waren gerade richtig viele. Juhu, es regnet und unser Cage wird dann wieder voll. Sehr schön. Mann, was ist hier heute los, ey? Fakt ist, die haben auf jeden Fall gegen so Holz geprügelt. Das war nicht so geil. Da müsst ihr vielleicht noch eine zweite Wall hinsetzen. Nein, ich will den gar nicht anzünden. Nein, naja, ist okay, aber den Hasen wollte ich da reinlegen. Genau. So. Ja. Das regnet jetzt ein bisschen, deswegen muss man ein bisschen hier Zunder reinschmeißen. Mehr Zunder. Ja, gib mir Zunder. Ach, hier, ja, hier noch, ne? Sehr gut. So, machen wir jetzt die Leichen klein. Aber wir kriegen noch genug Knochen. Also wir können uns auf jeden Fall nicht in Sicherheit wegen hier drin. Das heißt... Okay, Steine sammeln. Ja. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall vor unserer... Wand müssen wir was Neues bauen. Und zwar müssen wir jetzt hier uns mit Dings Verteidigung... Oh Gott. Hier verteidigen, mit allem, was wir haben. Wir fangen von hier an und ziehen das Ding hier lang. Ich hoffe, das hilft. Weil das ist scheiße, wenn die jetzt hier die ganze Zeit kommen und uns die ganze Zeit hier platt machen und alles kaputt machen, was wir aufgebaut haben. Wo ist denn das? Verteidigung. Nee. Auch nicht. Ja. Genau. Naja, wenn wir jetzt nur so bauen, dann können wir es auch gleich eigentlich vor unserer Tür hinstellen. Dann können wir die bis zur Tür locken, ne? Hier so hin, dann kriegen die auch gleich automatisch Schaden. Hier ist ja unsere Tür. Wie sieht das Ding aus? So, ne? Mal so hinten, hier ist Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Na, wir stellen das mal hier hin. Warte. Ist die Frage, ragt das jetzt rein oder eher nicht? So, ne? Wie viel brauchen wir jetzt? 9 Stück. In unserer Ersatzkiste haben wir wie viel noch drin? Reihe. Okay. Es hat ein bisschen geregnet, ne? Leider nur ein bisschen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Regen gewünscht, ehrlich gesagt. Damit wir unsere Auffangschale mit mehr Wasser haben.
So, 6 brauchen wir noch. Unser Ha. Oh, wieder ein Hase. Und fehlt ein Stock. Ach, Kacke. Den haben wir hier drin. Hehe. So, hier brennt alles. Fakt ist, wir haben jetzt hier viel mehr Action als vorher. Ne? So, zeig mal her. Und oha. Sehr schön. Jo. So, jetzt haben wir 3 Rüstungen erstmal. Jetzt sind wir 3-mal geschützt hier vor allem. Vor gegnerischen Angriffen. Ja, Juti, ich würde sagen, machen wir für heute Schluss und gucken, was der nächste Tag so bringt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Damir, aka Bärenkroate. Adio, ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir, aka Bärenkroate. Adio, ciao, ciao.